Das war schon ein ziemlich seltsamer Montag gestern an der Wall Street. Apple mit einer faktischen Bankrotterklärung, die von der Wall Street jedoch gefeiert wird. Was war passiert? Apple will wohl für seine iPhones Gemini, die woke, bisher ziemlich versagende KI von Google auf seine iPhones bringen. Und die Wall Street fand das natürlich super gut, dass Google die Google-Aktie zulegen kann. Dafür habe ich Verständnis, klar, aber dass Apple auch noch steigt, dafür habe ich null Verständnis. Denn erstens heißt das, dass Apple überhaupt nicht in der Lage ist, selbst in Sachen KI etwas zu entwickeln. Zweitens nimmt man dann die KI, die ohnehin bisher sehr schlecht ist, von Google, nämlich Gemini, und bringt sie auf seine iPhones. Also man bringt das, was der größte dominierende Konkurrent hier erschaffen hat, das bringt man auf seine Geräte. Damit hat man sich im Grunde verabschiedet aus dem Bereich Innovation. Damit hat man gesagt, wir haben mit Innovation nichts mehr zu tun, wir sind angewiesen auf andere. Das ist im Grunde eine, wie soll man sagen, ja, Bankrotterklärung der Innovation. Damit ist Apple für mich auch geistig ziemlich tot. Das ist das eine. Und das zweite ist das Milliardengrab durch KI, das durch Nvidia verursacht wird. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns die Dinge mal an. Ich gestern ja krank, bin noch nicht wirklich fit, werde jetzt mal hier dieses Video machen und dann gucken, ob heute Abend was weiter geht, ja oder nein. Muss mich ein bisschen schonen, aber rein in die Geschichte. Gemini, hier dieser Bericht von Bloomberg, soll wahrscheinlich auf die iPhones, noch ist nicht sicher, bla, blip und blab, nachdem man mit Siri ja überhaupt nichts hingekriegt hat in Sachen KI. Aber auch Google mit Gemini, ja richtig viel Erfolg bisher hatte. Wir erinnern uns an die dunkelhäutigen oder asiatischen Wehrmachtssoldaten oder schwedische Wikinger, die dann doch eher dunkelhäutig unterwegs waren. Hier sehen wir, dass Apple zunächst auch deutlich gestiegen war, dann aber wieder runtergekommen ist. Google konnte über 4% steigen. Normalerweise müsste Apple bei so einer Nachricht im Grunde deutlich fallen. Wenn ich jetzt Warren Buffett wäre, dann würde ich echt die Muffe kriegen, weil eben Apple nichts mehr mit Innovation zu tun hat, nichts mehr irgendwie mit den großen Tech-Konzernen zu tun hat. Die sind raus aus der Nummer, das war's. Das ist im Grunde ein Abgesang auf Apple. Und dann haben wir Nvidia und alle haben ja gewartet auf diese Entwicklerkonferenz von Nvidia, wo uns der Schaufelverkäufer wieder erzählt, wie toll die Goldsuche ist. Ihr müsst alle Gold suchen, ihr sitzt auf Goldminen, Kinder, ihr müsst nur suchen. Ah, es ist so toll. Es ist die totale Änderung aller Lebens der ganzen Industrie. Dementsprechend wird sich das Leben komplett ändern. Wir sehen hier der neue GPU. Blackwell soll noch viel, viel leistungsfähiger sein. Faktisch packt man zwei zusammen. Und jetzt ist das kleine Problemchen, dass ja Microsoft, Google, Meta, die haben ja massiv diese Vorgängermodelle A100 oder H100 gekauft. Und jetzt können Sie sich mal fragen, was sind die denn jetzt noch wert, wenn ein neuer Chip kommt? Das ist so, wie wenn man irgendwie ein Auto hat, praktisch ein E-Fahrzeug, das eine Reichweite von 200 Kilometern hat. Und jetzt kommt eins raus, das hat 400 Kilometer. Nur mal als Beispiel, dann wird dieses 200 Kilometer Auto im Restwert natürlich deutlich sinken. Das heißt, ich bin gespannt, wann Microsoft und Co. hier massive Abschreibungen machen werden. Und möglicherweise haben sie dann gar kein Geld mehr, um Buybacks zu machen, wie Zero Hedge hier meint, weil sie ständig irgendwie den Schaufeln hinterherjagen, die letztendlich dann so schnell veralten, schneller veralten als Semmeln in gewisser Weise. Die werden einfach hart. Das ist eine sehr verderbliche Ware, die sie für Milliarden eingekauft haben. Das wird noch lustig zu sehen sein. Jedenfalls sehen wir, dass Nvidia hier diese Gewinne, die man zwischenzeitlich hatte bei Börseneröffnung gestern, mit 4%, dass man die komplett abgegeben hat, nachbörslich sogar ins Minus gedreht hat. Denn dieser Herr, das ist der Schaufelverkäufer, das ist ein Marketingtyp, ein Verkäufertyp, der den Leuten zeigen will, wie toll natürlich die Goldsuche ist. Allerdings braucht man für seinen Chip wohl schon ein ganzes Kraftwerk, was da hier Strom bereitstellen muss. Das ist die Kehrseite der Medaille, über die natürlich keiner spricht. Erstaunlich, dass vor allem Versorger irgendwie nicht so gut laufen. Das dürfte sich bald ändern, wenn eben der Strombedarf immer weiter zunimmt. Und dann gibt es ein paar Freaks, die sagen, wow, also Nvidia steht ja so um und bei.
Unter 900 Dollar, die werden in Richtung 2000 steigen. Da sind massiv gestern Calls gekauft worden mit einem Strike von 1940 Dollar. Das heißt, die Aktie, die müsste sich mehr als verdoppeln, wenn das so eintreten soll. Das ist also hier diese Euphorie. Möglicherweise ist diese Euphorie jetzt schon, hat schon ihren Hochpunkt überschritten. Das sehen wir an der Reaktion. Wenn jetzt diese KI-Euphorie so intakt wäre, dann müsste eigentlich Nvidia ja nachbörslich gestiegen sein, weil man das gebracht hat, was ohnehin erwartet worden war. Aber siehe da, der Nasdaq konnte zwar gestern zulegen, aber er ist aus seinem Trendkanal rausgefallen, hat nur versucht, wieder in diesen Trendkanal reinzukommen. Ich hatte kürzlich schon mal eine Grafik gezeigt. Nasdaq in Relation zum S&P 500 aus seinem Aufwärtstrend rausgefallen. Das heißt, wir sehen eine gewisse Schwäche bei Tech-Werten und Öl. Öl hat sich besser entwickelt als der Nasdaq bisher, steigt weiter. Das bedeutet, wir haben hier weiter Inflationsrisiken. Jetzt haben wir zum Beispiel beim Ölpreis, hat der 50-Tages-Durchschnitt den 100er von unten durchkreuzt. Das gilt als Kaufsignal. Das letzte Mal, dass das passiert ist, ist Öl 15 Dollar in wenigen Tagen, in wenigen Wochen gestiegen. Und all das erhöht das Stagflationsrisiko, erhöht auf jeden Fall das Inflationsrisiko. Hier sehen wir mal die zweijährigen Break-Evens, also die Inflationserwartungen, die gehen deutlich nach oben. Die Aktienmärkte sagen sich, damit haben wir ja nicht viel zu tun, aber vielleicht doch, denn gestern hatten wir das erste Mal die Situation, dass die sogenannten Fed Fund Futures, die Swaps, nicht mehr mit mindestens 50% eine Zinssenkung im Juni bepreist haben, sondern das Ganze auf den Juli verschoben haben. Hups, rückt also immer weiter nach hinten und das wird bestätigt durch die Anleihenmärkte, etwa die 10-jährige Anleiherendite aus dieser bullischen Wedge nach oben ausgebrochen, jetzt allerdings an einem wichtigen Widerstand. Das wird interessant zu sehen, morgen ja die Fed-Sitzung. Was wird da passieren? Wird die US-Notenbank vielleicht in den Dotplots nur zwei Zinssenkungen suggerieren statt drei? Das ist die große Frage und Sven Hendrik weist darauf hin, ja, wir sind praktisch auf Allzeithoch an den Märkten, sodass die reichsten 1% noch immer reicher geworden sind, die im allermeisten sich jetzt inzwischen keine Immobilie mehr leisten können. Gleichzeitig geht die Inflation nach oben, aber bitte senkt schnell die Zinsen und hört auf, die Bilanzreduzierung weiter zu betreiben. Das zeigt die Idiotie dieser ganzen Geschichte. Die Fed hat sich in eine Sackgasse manövriert. Wir sehen, die Inflation geht wieder nach oben. Jetzt sehen wir, die Energiepreise gehen nach oben. Nicht nur Öl, auch Kupfer geht nach oben. Und jetzt will die Fed also die Zinsen senken. Die Aktienmärkte haben sich gesagt, wir haben noch KI erreicht. Da können wir mal auf die Zinssenkungserwartungen verzichten. Aber die fallen immer weiter und dadurch wird es immer schwieriger für die Fed, hier jetzt zu agieren und die ohnehin so euphorischen Märkte noch zu unterstützen, die allerdings gefährdet sind, weil irgendwann muss sich diese Lücke im Mindesten verkleinern zu diesen Zinssenkungserwartungen. Die Bank of Japan hat heute Nacht das getan, was zu erwarten war. Man hat die Negativzinspolitik beendet, man hat die Yield Curve Control beendet. Man hat das erste Mal seit 2007 die Zinsen wieder angehoben. Man hat auch kein Ziel mehr für die 10-jährige Anleiherendite. Die sollte ja in einer bestimmten Spanne sich bewegen. Und das Absurde ist, dass man weiterhin Staatsanleihen kauft. Das heißt, man hat die Zinsen angehoben, betreibt aber weiter QE. Das ist praktisch wirkungslos. Damit ist das Scheitern schon mal von vornherein praktisch sicher. Du kannst nicht so eine Windelweich, ein bisschen von dem Politik machen und dir deine Ergebnisse erhoffen. Die Löhne in Japan ja sehr, sehr deutlich gestiegen. Nicht gestiegen dagegen Bitcoin. Michael Saylor, der ja jeden Bitcoin kauft, offenkundig auf Kredit ganz gerne, den er bekommen kann, aber seine eigenen Aktien immer verkauft, 5000 Stück pro Tag, ziemlich regelmäßig, das heißt, der macht viele Millionen an Kasse pro Tag, aber erzählt den Leuten, Bitcoin ist natürlich das aller coolste der Welt. Warum verkauft er seine Aktien dann, wenn er an das Geschäftsmodell glaubt, finde ich ein bisschen seltsam, sollte man einfach mal hier auch betonen, MicroStrategy, das entsprechende Unternehmen und Bitcoin fällt weiter, vor allem Rekordabflüsse beim Grayscale ETF. Wir waren ja schon über fast 74.000 bei Bitcoin.
sind jetzt in den Bereich 64.000, 65.000 gefallen. Also gut 10% ist es da schon mal nach unten gegangen. Die meisten haben natürlich in den hohen 60.000, Anfang 70.000 erst gekauft. Die sind jetzt schon mal in den Miesen. Ich hatte schon mal gezeigt, dass vor allem im März das Volumen massiv gestiegen ist. Deutlich mehr als im gesamten Februar schon in der ersten Hälfte des März. Hier die erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Was ist da los bei Bitcoin? Und die zweite Empfehlung, das ist kein Timing-Instrument, aber es zeigt diesen Tanz auf dem Vulkan. Party ohne Risiken, Risikoprämie auf 20-Jahres-Tief bei den US-Aktienmärkten. Da gibt es klare Parameter, die man hier heranziehen kann. Sehr lesenswert, diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, die ich Ihnen unter dem Video verlinke. Und Ihnen jetzt einen guten Start in diesen Dienstag wünsche. Vielleicht sehen wir uns heute Abend, weiß ich noch nicht. Ich muss jetzt erstmal wieder so ein bisschen auf die Beine kommen. So erwischt hat es mich schon lange nicht mehr und meine ganze Familie mit dazu. Servus und ciao.